Es ist das letzte Spiel ohne Dirk, deswegen gönnt euch ein letztes Mal Olaf und Dirk hinter Gittern, aber auch die Top 10 Highlights vom Samstag. Auf der 10 weiß ich gar nicht, wem wir dieses Highlight zuschreiben sollen. Flo für seinen engelsgleichen Steigflug oder doch Olaf, der das Highlight mit seiner verbalen Untermalung nochmal aufs nächste Level hievt. Erst wird hier noch der Block durchbrochen, aber jetzt geht's los mit der puren Reiber-Magic. Ist ihm egal. Die Wade der Nation haut das Ding Leonard drüber. Lange 5, ohne Anlauf. Einfach so. Das ist aber auch einfach fair, dass er nicht auch noch anläuft, weil was würde denn dann passieren? Ey. Guckt euch das an, steht da am Netz, parkt da, denkt, komm, einfach, meine Waden tragen mich schon. Badam, pam. Diese Höhe. Unfassbar. Badam, pam. Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Clemens und Ernie geht's aber ähnlich, die beide zur Faust ansetzen. Badam, pam, hoch 2. Ich hab's ja gesagt, heute steckt voller Reiber-Magic und bei der Annahme schwebt sogar ein Hauch von Melly Gernert aka die Human Gummy Wall über der Halle. Was die können, kann ich schon lange, denkt sich Jasper und packt auch seine Faust aus, aber you shall not pass, heißt es auf Seiten des Werdener TB. Wie sagt man so schön, hops genommen. Ja, ohne die zwei Knastbrüder da oben muss der Altersdurchschnitt schon deutlich angehoben werden, damit wir überhaupt im Herrenbereich antreten dürfen. Ganz schön rüstig für sein Alter, der Rumäne. Ich bin ehrlich, Jürgen alleine hätte es schon verdient, hier ein bisschen höher eingerankt zu werden, aber leider hat das Finish gefehlt. Trotzdem, nach der ersten stabilen Abwehr kommt auch noch bei seiner zweiten Aktion Manuel Neuer Prime aus Jürgen raus. Das ist er, unser Stier. Das ist aber auch, die Abwehr ist Top 10. Und dann verstehe ich auch, ich verstehe zu 100%. Michel hat die Woche auf jeden Fall fleißig Aufschläge trainiert nach seinem Fauxpas zum Matchgewinn beim letzten Spiel. Serviert hier stabil und spielt dann noch butterweich für Dennis zu, der grandios diagonal einkachelt. Mein Löwe, mein Bär. Zachke auf Rumänien funktioniert gut in der Kombi. Ist nicht das erste Mal, dass wir die beiden in Harmonie sehen. Und währenddessen freut sich Philipp Dussmann aka Eintracht Spontan Presse schon auf das neue Harry Potter Spiel. Ja, ein zäher Gegner sollte der TB3 werden und startet schon gut ins Spiel rein. Beim letzten Spiel hatte Michel sich noch alle Lampen ausgeknipst, aber hier hat er die Sicherung offenbar wieder drin. Dennis zielt wieder diagonal in den 3-Meter-Raum, wird aber zunächst noch abgewehrt. Das nächste Zuspiel von Michel soll aber nicht lange auf sich warten lassen und beschert uns ein gebührendes Ende auf der 2. Auf der 1 muss man mal die Werdener loben, die einen starken Kampf geleistet haben. 2 Punkte vor waren es für uns am Ende nur in Satz 3 und wir waren damit so nah am Satzverlust wie nie zuvor. Diese Abwehrkombi hier zeigt zum einen, was für ein Potenzial in der Truppe steckt, zum anderen aber auch, dass es am Ende einfach nicht belohnt wurde. Der Duncan-Ball war nicht die Lösung, denn wie gesagt, Zachka auf Rumänien hat einfach geflutscht. Dennoch, Props an euch, lasst mal ein herzliches GG für die Jungs vom Werdener TB3 da. Die Road zum Bezirkspokal, sie geht weiter und wenn ihr bis dahin verfolgen wollt, wie affig wir uns beim Training aufführen und trotzdem mit der Ambition hinfahren, da was zu holen, dann tobt euch auf der Endcard aus und abonniert am besten auch den Kanal, damit ihr in Zukunft auch nichts mehr verpasst.